Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Herzlich willkommen zurück zu Circuit Superstars. Es wurde oft angefragt, wann kommt wieder eine neue Folge Circuit Superstars? Und da ist sie nun. Wir sind zuletzt ja im Piccino Cup unterwegs gewesen, P3 in der Pro-Meisterschaft. Und jetzt geht es direkt schon weiter mit Tourenwagen, bevor es dann so ein bisschen zu TCR und GT geht. Dass Tourenwagen aber noch vor Hatchback Series quasi kommt. Interessant. Wir gehen wieder mal auf die Pro-Schwierigkeit. Und ich habe mir sagen lassen, bei den Events, die mehr als 5 Runden haben, also 10 Runden dann wahrscheinlich, da gibt es wohl auch Boxenstops. Puh, 5 Rennen haben wir jetzt. Ich bin ganz entspannt. Und mal gucken, wie es läuft. Qualifikation, okay. Sieht ein bisschen vom Layout aus wie Imola. Mal schauen, wie es läuft. Es dürfte Aquaminerale sein. Oh mein Gott, ich bin so viel langsamer als die meisten hier. Egal. Gute Kurve. Ich bin viel zu weit innen gefahren. Ich komme auch durcheinander, welches mein Auto ist. Es ist eine okay Runde gewesen, aber sie geht noch viel schneller. An der einen Stelle hätte ich mich da nicht vertan, hätte ich vielleicht P3 oder so holen können wahrscheinlich. Locker eine halbe Sekunde verloren. Ja, das wäre dann P5 gewesen. Wäre auch okay. Vielleicht ist es ein bisschen mehr gewesen. I don't know. P3 bis P5 wäre alles möglich gewesen. I don't know. Egal. Wir können dafür noch mehr Spaß im Rennen haben. Kann man das Spiel eigentlich mit Lenkrad zocken? Let's go. Robin is racing. Wunderschön. Ich habe gerade nur mein Auto mal im Blick. Man muss ja auch so ein bisschen so spielen lernen, worauf guckst du und was versuchst du zu optimieren. Und ich gucke jetzt mein Auto an und versuche wirklich zu meinem peripheren Sehvermögen einfach die Strecke zu haben. Damit ich die Ausrichtung meines Autos sehe und auch die Position auf der Strecke. Und den Streckenverlauf, den lasse ich da so ein bisschen in mein Sichtfeld eintrudeln nach und nach. Bis jetzt funktioniert es ja. Vielleicht mit höheren Geschwindigkeiten bei höheren Klassen nicht mehr. Die Lautstärke des Spiels ist auch angemessen. Muss ich gerade nochmal kurz checken. Schnellste Runde. Oh Mann. Oh mein Gott, keine Penalty. Knapp. Oh Mann, eine Zehntel schneller als Kamil. Vorbei an Abdul. Kleiner Bumptraft. Ich kam weit raus. Peripheres Sehvermögen eigentlich in irgendeiner Form biologisch oder medizinisch oder whatever korrekt. Wie auch immer. Sagen wir mal, es ist ein 100% korrekter Begriff in der Optikerszene. Oh, du Sau! Nein!
Ich habe mich um den Win gebracht, aber P2 ist es wenigstens. Oh. Oh, ich bin so doof. 17 Punkte. Ist okay. Camille, wir starten jetzt ganz hinten. Ab jetzt ist wieder Reverse Grid angesagt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Sunnyside Park. Manche Strecken kenne ich vom Zuschauen zum Glück ganz gut. Die Imola-Strecke gehörte, glaube ich, dazu. Keine Ahnung, wie die Strecke hier aufgebaut ist jetzt. Let's go. Alter, Camille. Die triggert mich. Oh mein Gott. Sehr viel Rubbin. Oh. Ah. Oh. Ich habe keine Penalty bekommen, Gott sei Dank. Send it. Alter. Ui, wieder. Da. Oh mein Gott, ich bin gerade mit der schnellsten Runde wieder unterwegs. Wie schaffe ich es jetzt, den Sieg aus der Hand zu geben? Bis jetzt habe ich, glaube ich, keinen einzigen Win in diesem Spiel geholt. Ich bin so dumm. Ich kann doch einfach mal lenken. Okay, simple Strecke. Das war bis jetzt schon stark. Schön. Die Runde war super. Was ist meine bisherige PB? 18,3. Es könnte eine 17er werden. Oh, Camille, schnellste Runde, aber ich hab dich. Oh, die ist jetzt nur auf... dem 12. Ja. Oh, 9 Punkte Vorsprung vor Nadine Belkacem und Camille Boucher. Oh, es ist so gut. Oh mein Gott, ey. Ich bin jetzt viel ruhiger, glaube ich, als in der ersten Folge. Zum einen haben wir 4.24 Uhr nachts und zum anderen, oh mein Gott, warum drei Autos nebeneinander immer startend? Und zum anderen, oh lol, die müssen in eine Kurve rein starten. Ich auch. Nicht gut. Zum anderen, ich versuche jetzt sehr konzentriert zu... Oh mein Gott, was ist das für ein Streckenverlauf? Alter, willst du mich komplett hops nehmen? Okay. Achte wieder mal nur auf die Positionierung meines Autos. Camille hinter uns. Alles gut. Camille ist schnell. Die muss hinten sein. Die Nadine kam nur durch Reverse Grid jetzt in WM-Position. Eine gute Meisterschaftsposition. Ich wollte gerade sagen, können doch nicht alle Kurven schon gewesen sein, aber wir hätten schon auf Start-Ziel zu fahren können, von der reinen Position her auf der Map. Aber da kommen noch ein paar Kurven. Let's go. Ja. Alter, ich bin auf P1. Ey, ich komme jetzt richtig rein ins Spiel. Let's go. Also wirklich, ich halte komplett mein Auto im Fokus. Und es hilft gerade super, dass ich mein Auto perfekt einschätzen kann, weil wenn ich immer vorausschauend jetzt gucken würde, das war auch im Quali so ein bisschen das Problem. Oh mein Gott, dann wüsste ich nicht, wo mein Auto genau auf der Strecke ist, welches Auto genau meins ist. Und dann steuere ich quasi vielleicht ein absolut falsches Auto. Deswegen, ich gucke einfach nur auf mein Auto. Oh Gott, bin ich gerade gut. Oh. Bruder. Also nächste Folge vielleicht nicht mehr Pro. Und ihr könnt mir nicht glauben, wie stolz mich das gerade irgendwie macht. Und ihr werdet mir nicht glauben, wie stolz mich das gerade macht. Die Runde war extrem schlecht bisher. Letzte Kurve war gut. Das kann sich sehen lassen. 13. langsamer. Also das merkt man mittlerweile dann auch. Okay, die erste Kurve war schön. Apex ist Lava. Auch nicht so gut. Knapp an der Penalty vorbei. Also trotzdem. App alive.
alles gut. Schön. Oh mein Gott, das war wieder eine super Runde. Oh Gott, das war enger. 34,8. Okay, das musste zelebriert werden. Sorry, Leute, da musste ich... Da war mir das egal, dass ich da mal die Kurve verpasse. Und Nadia ist doch... Nee, Nadine ist doch auch so ganz gut pace-technisch unterwegs, weil die ist gerade auf 4. Ja, aber wir vergrößern unseren Vorsprung. Wir vergrößern unseren Vorsprung jetzt auf jeden Fall erstmal. Gott sei Dank, ey. Also, wie gesagt, nächste Folge schwierigerer Schwierigkeitsgrad. Sorry, dass es jetzt gerade verhältnismäßig einfach wird. Das ist auf jeden Fall nicht intended. Gott sei Dank, ey. Aber es ist mal schön, weißt du? Im ersten Rennen habe ich, in der ersten Folge habe ich super gelitten. Und jetzt sind wir hier viel besser mal unterwegs. Und wo ist Camille? Ha, auf 4. Sehr schön. 7 Punkte auch schon hinter Nadine. Okay. 16 Punkte Vorsprung habe ich zu Nadine. Ich kann es noch aus den Händen geben, wenn ich dumm bin. Deswegen lass die Finger von Manuela war das, nicht Magdalena. Egal, 5 Runden. Sieht ein bisschen aus wie Twin Ring Motegi. Eine Kurzversion. Trotzdem volle Attacke auf Camille. Oh mein Gott. Herpin, keine Penalty bekommen. Wild. Oh mein Gott, wilde letzte Kurve. Geil, Alter. Oh mein Gott. Ey, ich krieg für dieses Auto... Ich weiß nicht, ist es das Auto? Ist es die Meisterschaft? Bin ich's, der einfach besser geworden ist? Habe ich vielleicht einfach wirklich jetzt diese neue Perspektive, indem ich nur auf mein Auto gucke und das hilft mir jetzt weiter? Ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwas funktioniert gerade einfach so viel besser als in der ersten Episode. Das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich der helle Wahnsinn, wie gut das jetzt gerade läuft. Bro. Oh, 28,5. Gar nicht mal so viel schneller, als ich gedacht hätte. Autsch. Das ist schmerzhaft. Das war schlecht. Alter, wie... Okay. Dave, nicht so halb durch die Gegend glotzen. Konzentrieren auf Streckenverlauf. Nadine jetzt auf 3. Damit zeichnet sich ab, Nadine wird auf jeden Fall eine größere Konkurrentin als Camille. Aber wenn ich das jetzt so beende, könnte es sein, dass wir so einen Vorsprung haben, dass ich im Prinzip gar nicht mehr die Punkte verlieren kann. Soll ich mal versuchen, voll hier durchzufahren? Ich hätte das Fass aus der Hand gegeben. Alter, das wäre zu dumm. Das wäre sogar für mein Level zu dumm. 23 Punkte vor... Wir haben es. Ich glaube, wir haben es. Wir haben es ein Rennen vor Schluss sogar. Daumen nach oben da lassen, unbedingt dafür. Für so eine krasse Steigerung. Leute, in der ersten Folge war ich ja so schlecht. Guckt euch gerne an, falls ihr sie verpasst habt. Und diese Folge ist einfach super bis jetzt. Lol, da gibt es einfach keine Track Limits in. Alter, wie viele kriegen da Penalties? Ich rall nicht, was um mich herum passiert. Oh mein Gott. Lane. Round the outside, oh Gott, das ist fast wie dieses Extreme-Manöver, wo er 4 Autos außenrum überholt, glaube ich. In Rallycross. Nur, dass ich Lane nicht überholt habe. So, jetzt.
Wieder voller Fokus auf mein Auto. Gibt's hier keine... Okay, ich guck ein bisschen nach vorne. Okay, da gibt's keine Track Limits tatsächlich. Hier, aber warum da? Oh, das war nicht gut. Ja, guck, jetzt bin ich wieder ganz falsch angefahren, weil ich mir die Kurve angeguckt habe, genauer. Ist aber nicht schlecht, glaube ich, manchmal, als Lerneffekt mindestens mal. In diesem Rennen vielleicht nicht hilfreich, aber für die nächsten Rennen, wo wir auf dieser Strecke unterwegs sind, nicht gut. Okay, bis jetzt bin ich hier noch nicht so gut unterwegs. Funktioniert der Ansatz noch nicht so gut, auf das eigene Auto nur zu gucken. Ey, Framerate, jetzt mach keine Faxen. Das Spiel läuft super butterweich. Ich glaube, die Aufnahme laggt, oder? Nee, komm schon. Ich hoffe, die Aufnahme laggt bei euch nicht, Leute. Das wäre sonst zu bitter. Das ist nur die Vorschau. Doofe OBS-Vorschau. Och Mann. Jetzt bin ich ein bisschen sad, weil ich Angst davor habe, dass die Aufnahme jetzt mit wenig Frames läuft. Wer mich glücklich machen will, macht einen Daumen nach oben. Nur noch Spaß. So. Aber es wäre wirklich doof. 33-0 am Ende nochmal. Wir sind nicht ganz auf die Bestzeit gekommen. Nadine Belkacem ist da nochmal ein bisschen flotter gewesen, aber wir haben 99 Punkte geholt. Leute. Ist geil. Wir haben unsere erste Meisterschaft gewonnen. Auf Pro zwar nur, aber trotzdem. Das schreit danach, dass ich in Schwierigkeitsgrad höher gehe. Und Hatchback Series ist wieder 5 Runden. Oh mein Gott, und GT Supercup ist bereits eine Folge, wo wir dann mit 10 Runden Rennen unterwegs sein werden. Die Autos sind dann wahrscheinlich auch so schnell, dass wir Boxen... Also wir sind jetzt gerade bei 18 Minuten. Ich habe jetzt damit gerechnet, dass die nächsten Folgen... dass diese Folge doppelt so lang werden würde. Hoffentlich nicht. Das wäre sonst ein bisschen schwierig, aber die Autos sind wahrscheinlich so viel schneller, dass es vielleicht 50% länger wird, die Folge. 70, 80, mal gucken. Wir kriegen es irgendwie schon hin. Verehrte Damen und Herren, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wenn ihr so ist, lasst gerne mal nach oben da gerne ein Abo raus und bei nächstes Video dabei sein. Bis zum nächsten und